Was wird aus den Bergbauregionen, wenn der Bergbau bald endgültig beendet sein wird? Was bleibt? Was kommt? Wir müssen erkennen, das Ende des subventionierten Steinkohlebergbaus 2018 fällt in eine Zeit einschneidenden Wandels. Die Globalisierung und die Digitalisierung stellen fast alle Lebensbereiche auf den Kopf. Der so oft thematisierte demografische Wandel oder die Veränderung im sozialen Zusammenhalt sind keine abstrakten Gedankenspiele mehr. Sie sind Alltag und an vielen Stellen sichtbar und spürbar. Globale Megatrends machen eben nicht an den Grenzen des Ruhrgebietes Halt. Und wenn viel in Bewegung kommt, kann daraus Dynamik entstehen. Eine Dynamik, die wir intelligent für unser Ruhrgebiet nutzen sollten. Dafür reicht es aber sicher nicht, sich an Lösungen zu orientieren, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Vielmehr sind neue Wege einzuschlagen. Mit der RAG Stiftung Zukunftsstudie sind wir diesen neuen Wegen auf der Spur. Die Studie skizziert die großen Megatrends und ihre Auswirkungen auf das Ruhrgebiet und auf das Saarland. Entstanden ist weder eine Beschönigungsorgie noch eine Schwächeanalyse, sondern herausgekommen sind realisierbare Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Regionen. Die Zukunftsstudie soll alles in allem Mut machen. Sie benennt die Aktivposten des Ruhrgebietes, sie liefert Anknüpfungspunkte für eine Weiterentwicklung des Reviers, wie beispielsweise die dichte Hochschullandschaft mit ihren rund 250.000 Studenten. Studenten, von denen wir wollen, dass sie nach Abschluss ihres Studiums bleiben, dass sie ihr Wissen den Unternehmen hier im Ruhrgebiet zur Verfügung stellen. Die Studie legt aber zugleich offen, an welchen Punkten die Region im Vergleich zu anderen Ballungsräumen derzeit das Nachsehen hat. Trotz der vielen Studenten und Hochschulen ist diese wichtige Innovationskraft in unserer Region noch eher unterentwickelt. Wenn Sie beispielsweise einen jungen Berliner fragen, was er mit dem Ruhrgebiet verbindet, dann denkt er entweder an die wegfallenden Arbeitsplätze oder an eine Region, wo es sich nicht einmal lohnt, durchzufahren, oder es fällt ihm schlicht nichts zum Ruhrgebiet ein. Mit einem solchen Image kann man nun keine jungen Talente anziehen. Der Titel der Studie, das Schicksalsjahrzehnt, soll durchaus aufrütteln. Nach dem Ende des Steinkohlebergbaus haben wir es in der Hand, die Geschicke in der Region so zu lenken, dass nachhaltige und attraktive Perspektiven für die Menschen entstehen, für jene, die hier leben und insbesondere für jene, die sich noch entscheiden werden, wo sie leben wollen.